Herzlich willkommen zu diesem Übungsvideo zum Frank-Herz-Experiment. Wir werden hier gemeinsam vier Aufgaben bearbeiten, wovon einige bereits in vergangenen Abiturprüfungen aufgetaucht sind. Für die Bearbeitung dieser Aufgaben solltest du natürlich wissen, was das Frank-Herz-Experiment überhaupt ist. Außerdem solltest du etwas über das Bohrsche Atommodell und die Energieniveaus in einem Atom wissen. Die Aufgaben bauen schrittweise aufeinander auf. Zuerst besprechen wir den Aufbau des Experimentes und was eigentlich gemessen wird. Dann kommt eine Frage zur grafischen Auswertung und darauf folgend klären wir, in welcher Verbindung das mit dem Bohrschen Atommodell steht. Zum Schluss berechnen wir noch die Wellenlänge der emittierten Strahlung. Beginnen wir mit der ersten Aufgabe. Hier soll eine Skizze angefertigt und der Messvorgang beschrieben werden. Der Versuchsaufbau besteht hauptsächlich aus einem Glaskolben, in dem sich ein Gas mit... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.